Willkommen zurück zu Hitman Absolution, dem Spiel, wo ich versuche hier gerade irgendwie mein Zeug einzusammeln. Und ich noch nicht richtig weiß, wie es funktioniert. Also, wenn es hier beim besten Willen nicht klappt, ist ja meine Lösung schlechthin immer noch, mich einfach durchzuballern bis zum Wahnsinn. Alle mal herhören! Ich weiß halt nicht so richtig, wie ich an meine Sicherung rankommen soll. Weil das ist, also die Sicherung, die da im Medizinraum steht, weil da... Mit Wade. Ja, da ist noch ein Schrank, wo ich mich verstecken kann. Es ist schön, dass hier so viele Schränke sind, wo ich mich verstecken kann, aber... Tja, aber ansonsten... Meine, den Typ... Meine... Was? Wer bist du denn? Oh, ernsthaft? Ja, das ist... Dass er mich dadurch das letzte Ding sieht. Ich denke, die gucken den Boss, ihren Boss an. Das war jetzt richtig dämlich, dass er mich damit gesehen hat. Da muss ich echt warten, bis der bis zur Ecke läuft. Ach, Mann. Gibt es ja noch was anderes, was ich machen kann? Da hinten ist noch eine Sicherung, aber dass ich vor allen Dingen alle vier Sicherungen brauche. Scheinbar ist ja eine auch noch im Keller. Ich muss echt mal anfangen, vorsichtig zu spielen hier. Ja, da ich das mal halt nur so schlecht speichern kann, nur in den Abschnitten dazwischen. Kann das manchmal schon ganz schön bitter sein. Oha. Wie war das mit besser in der Menge verschwinden? Ja, schön, dass du mit Wade telefoniert. Er sagt, wir würden nicht mal unsere Schwänze finden. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Letztes Mal habe ich mir die Sicherung vorher noch geschnappt. Genau so war es. Das war das Kind. Oder ich verschwende gar keine Zeit mit den Idioten da. Sondern rennen die einfach vorbei. Prinzipiell tut er sich. Ich hole mir jetzt mal den Spezialroboter. Mal sehen, was der kann. Aber andererseits, der Typ patrouilliert hat. Warum zur Hölle boxst du den, du Depp? Du stehst hinter ihn! Ich verstehe das nicht. Warum boxt er den denn? Ich hab das verdammte Klavierseil in der Hand! Und statt ihn einfach zu erdrosseln, obwohl er hinter ihnen steht? Nein, warum 47? Warum? Ich versuch's mal mit der Spritze, bin mal sehr gespannt, wie die funktioniert. Warum boxt der den? Ich bin jetzt schon, glaube ich, viermal gestorben, weil Hitman unbedingt der Meinung ist, er muss doch unbedingt rumboxen, statt das verdammte Drahtseil zu nehmen, was er bei hat. Was ist denn hier noch ein... Ach. Aha. Das ist natürlich hochinteressant. Danach muss ich viel mehr Ausschau halten, glaube ich, oder? Okay, jetzt bin ich hier in der Küche. Okay, das ist... Ja, gut, das ist jetzt hier... Dum, 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 dum. Ja, Mann. Lautloser Kill. Subjektile Infektion in der Injektion, Teil 1. Dum, 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 dum. Dafür gibt es auch ein Archiv, oder? Das möchte ich eigentlich gar nicht. Ich möchte jetzt mal gucken, was der Roboter kann, weil eventuell kann der ablenken. Das wäre super, wenn er das kann. Wenn der Roboter sowas hinkriegt. Vor allem, dass es gleich tödlich ist. Was ist denn das für eine Spritze? Wie muss er die denn bitte. Die Spritze bitte in die Arterie reinhauen? Hauen, dass die so viele Dings macht. So, das Kinderzimmer haben wir auf jeden Fall schon mal. Das ist quasi der Early Bird Bonus oder was. Wenn du hier schnell durchrennst, dann kriegst du zumindest ein Ding schon mal ohne Probleme. Komm schon, mach hin. Oh, scheiße, ist das viel, Mann. Scheiße, wir sind rein. Ja. Okay, damit kann man also... Gegen Hilfszeug hier. Keine Ahnung. So, jetzt guck ich... Nein, ich wollte jetzt einmal gucken, was hier ab... Was hier abgeht. Hallo. Das ist der Boss? Durchsuch jeden Schrank, okay? Dum, 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 dum. Oh, der hat auch ein bisschen Blut dran, ne? Diese Junkies. Ah, die verteilen sich auch ein bisschen, siehst du? Einfach wieder nicht geduldig genug gewesen. Ja, er zumindest hier ist schon relativ nervig. Die müssen wir irgendwie...
Das Ding ist halt, ich muss halt entscheiden, welche zwei Leute ich entfernen muss und welche, welche nicht ausweichen kann. Laufen die regelmäßig vorhersehbar? Es gibt auf jeden Fall ein Zeitfenster, wo ich aussteigen kann. Das Problem ist bloß, also jetzt zum Beispiel, wo er gerade an mir vorbeigelaufen ist. So, jetzt kann ich auf jeden Fall nicht aussteigen. Guck mal, er hat auch so ein komisches Texas-Band um Dings, obwohl das er an Diana drauf war. Na gut. Das wäre der gleiche Typ von vorhin. So, warte mal, jetzt muss ich kurz gucken, was der andere Typ macht. Weil jetzt wäre nämlich die ideale Gelegenheit, nicht auszusteigen. Obwohl, ja, der Typ guckt. Oh, verdammt. Okay, doch nicht so ideal die Gelegenheit. Jetzt wäre die Gelegenheit, super auszusteigen. Ja. Auszusteigen, den anderen Typen rauszunehmen, der gerade hinter mir lang gelaufen ist. Jetzt ist die Gelegenheit nicht mehr ganz so günstig. Wenn ich nur scheidämpfte Waffen hätte, wäre das hier alles. Wäre das hier alles deutlich günstiger. Also muss ich jetzt hier. Ich gucke hier gerade keine anderen. Dann rennen wir hier mal wieder rein. Warten wir, bis das normal passiert. So, bis er wieder an mir vorbeitrabbelt. Macht er wieder das genau das gleiche wie eben gerade? Achso, nee, die rennen wieder zurück. Also sowieso schon mal gelaufen sind. Also er jetzt wahrscheinlich hier wieder mit der. Genau. Nee, der rennt doch wieder genauso wie vorher. Den entsorgen wir erstmal den Kollegen. Dann steht er nämlich da hinten auf meiner Sicherung, stehen ja nur noch zwei. So, ich muss ich auch ein bisschen geduldig sein. Der da hinten rennt leider ein bisschen asynchron zu denen hier. So, er kommt erstmal in die Kühltruhe. Mal ein bisschen beeilen hier, weil da stehen immer noch zwei Mann da in der Sicherung. So, jetzt müsste aber der andere Typ nicht mehr bei mir vorbeikommen, oder? Wenn ich kann ja im Kreis rein, weil die da sind scheinbar beschäftigt. So, meine Sicherung liegt in der Mitte. Die beiden da sind abgelenkt. Also die beiden sind, die gehören nicht zu patrouillieren und so weiter sein. Den könnte ich irgendwie doch er patrouilliert dahin, aber der andere steht fest. Gut. Möchte ich ihn nach vorne wirklich rausnehmen? Wie gesagt, Plan B ist immer noch mich durchzuballern. Ich sehe meine Sicherung. Habe ich genug Dingspower, um einfach vorbeizunehmen? Nee, eigentlich nicht. Also ich könnte einfach warten, bis der Typ wieder nach links läuft, dann könnte ich einfach zwischen hinter den lang laufen. So, er da? Er guckt mich, er guckt ja nie mein Dings in meine Richtung, oder? Naja. Der ist keine Bedrohung, der rennt ja immer nur im Block und macht nichts. Genau, und so, der guckt jetzt wieder in die Richtung. Macht der noch was anderes, was mich stört beim dummen Blocker? Nee. Ich warte mal, bis er da hinten wieder nach links gelaufen ist. Jetzt. So, jetzt würde ich gerne. Jetzt würde ich gerne quicksafen. Ja. Ja, ich hab ihnen. Ich weiß. Ja, jetzt aber die Scheiße ist außer Kontrolle. Ich weiß nicht wer. Dwayne vielleicht. Könnte jeder gewesen sein. Das Problem ist, ich habe in den Abschnitt die Leute noch nicht beobachtet, wie die rumlaufen. Arschloch. Was willst du hier? Such das Mädchen, anstatt hier blöd rumzustehen. Oh, wir sind hier in der richtigen. Wir laufen nach vorne. Nein, alles. Ich meine, die anderen beiden, die hinter mir stehen, die sind keine Bedrohung. Da weiß ich, dass sie sich nicht bewegen. Nein, keine Zeugen. Dieses der Typ mit der Gasmaske, das. Keine Sorge. Wenn wir sie finden, gehört sie dir. So, da hinten könnte ich auf jeden Fall die Laundry, da kann ich wahrscheinlich beliebig viele Leute entsorgen. Wade ist echt stinksauer. Wir sollten sie schleunigst finden. Ja, bestimmt. Okay, er rennt weg, das ist ja schön. Dann kann ich ja. Kann ich ja mal in aller Ruhe. Wer soll das denn sein? Ich habe keine Ahnung, aber ich hab grad musste gerade meine Pläne ändern, was ein bisschen doof ist. Aber es ist ja. Es ist erstmal ein sicherer Raum hier, ja? Okay, das heißt, ich kann hier drin, kann ich erstmal beide Leute umbringen. Oder? Weil ich würde gerne. Achso, hier geht's auch noch weiter. Warte mal, hier steht hier noch ein Schrank? Ne, leider nicht. Ja, das ist natürlich dämlich denn. Warte mal, hier rennt ja auch sonst niemand rum, oder? Klaviermann. Was habe ich jetzt erst gekriegt? So, jetzt kurz dich erwischen lassen? Ich würde, wie gesagt, gerne sehen, was das Wäschedings da ist. Er hat sich umgezogen. Na toll. Hat der da durchgeschossen?
Hä? Freunde, die wussten bis eben noch nicht mal, dass ich hier bin. Von wegen umgezogen. Das war jetzt natürlich wie ein bisschen antiklimatisch. Lösung B wäre halt immer noch, sich durchzuballern. Ich frage mich, wie viele Leute ich im Versammlungsraum erwischen könnte mit Festhalten, mit Zielfeuer. Ich versuche das mal kurz. Wie viele Leute ich erwischen könnte, wenn ich mit Zielfeuer... Scheiße, wenn ich das wüsste. Warte, ich versuche das mal. Weil da stehen ja so viele, Robert. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Ah, mach wohl. Dum-dum-dum-dum. Auf Geisterspiel zu spielen wäre sicherlich auch schwierig. Da müsst ihr wahrscheinlich alles beobachten. Ich habe eben mit Ray telefoniert. Er ist stinksauer. Oh Mann. Tötet ihn, wie er eure Familie getötet hat. Wenn ich das schießen würde, würde das schneller gehen, ganz ehrlich. Vor allem, weil ich nehme ja mächtig viel Schaden bei der ganzen Geschichte. Als Zielfeuer ist der größte Mist. Als du bist mit einer Scheidepistole, macht das vielleicht Sinn, aber so... Zielfeuer funktioniert nicht. Das ist eher so für drei Gegner gedacht und nicht für... Ich dachte, vielleicht funktioniert ein bisschen so wie Desperados. Kennt ihr das noch? Das war so ein... ja, jetzt müsst ihr natürlich Commandos kennen. Commandos war so ein... War auch so ein Spiel. So ähnlich. Da hast du halt so aus der 2D-Perspektive im Zweiten Weltkrieg so einen Agenten hin und her geschickt. Und konntest halt auch so verschiedene Sachen machen. Und Desperados war quasi die Wilde Westen-Variante davon. Und da gab's, den, wie hieß denn der, Cooper hieß der, glaube ich. Der konnte mit seinem Revolver genau auch dieses machen, dieses Bullet Time. Und der hat dann halt blitzschnell vier Mann umgeschossen und dass da auch irgendeine Reaktion von kam. Das war halt mega gut. Ja, das klappt ja offensichtlich nicht so. Dup, 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 dup. Das ist keine Tür? Verdammt, warum ist das keine Tür? Jetzt hänge ich hier im Kinderzimmer rum, wo ich gar nicht sein möchte. Scheiße, der ist sauer. Oh, ich weiß nicht. Ich war gerade woanders. Was, ich war... Zusammen. Der war gerade woanders? Ja, den Typen da rauszunehmen ist eigentlich gar nicht so notwendig, oder? Der rennt doch wieder zurück, oder? Da kriege ich mein subdermales irgendwas nicht, was ich davon letztes Mal geredet habe. Der Roboter war übrigens Quatsch. Ah, die Axt ist einfach runtergefallen, das ist ja dämlich. Das, guck mal, das ist mein anderer Freund, der da... Ständig high, ja, ja. Aber prinzipiell ist die Verkleidung eigentlich nur ein zusätzliches Level an Sicherheit, das ich habe, oder? Oh, scheiße, ist das viel, Mann. Scheiße, wir sind rein. Ja. Okay, den einen Typen... Den einen Typen muss ich auf jeden Fall rausnehmen, der hier mal ran. Das ist, der macht mir das sonst zu schwierig, wenn ich... Also, das geht wahrscheinlich gut ohne den, aber... Ja, die andere Sicht, das war unnötig, dass ich einen Typen da ermordet habe. Da hätte ich, glaube ich, einfach durch die nächste Tür gehen sollen, gut wäre gewesen, so. Er macht diesen Move hier nur genau einmal. Das war, der kommt hier noch rein in den Raum. Das ist quasi das One-Time-Event. Jeden Schrank durchsuchen. Hier, jedes einzelne Kästchen vom Medikamenten-Dingsbums? Oh, haben die diesmal getauscht? Ah gut, die sind wahrscheinlich random, oder? Hey, Kumpel, du hast Mord... Hey! Verdammt! Ach! Ja, wo ist er denn, der kleine Glatzkopf? Ja, wo ist er? Scheißglas! Im Bett? Das Magazin fällt immer raus! Was? Scheißglas, das Magazin fällt immer raus? Ja, verdammt! Das hat jetzt nicht ganz so gut geklappt. Was? Ich denke, ich bin hier sicher drin versteckt.
Meiner Meinung nach war das ein Treffer am Hals. Prinzipiell könnte man das schaffen, sich hier durchzuballern. Also gerade aus der Position hier, da hat man relativ... Da hat man relativ viel Deckung, sagte ich, bevor mir das Mikrofon weggestorben ist. Da hat man eigentlich sehr gute Chancen, das zu machen. So, okay, jetzt also nicht wieder den gleichen Fehler machen wie eben und da einfach hängen bleiben mit den Dingsbums. Weil ich den anderen Typen jetzt einfach so das Prinzip umbringe, einfach weil ich es kann. Ja, prinzipiell wäre es... Ich hasse es, wenn ich mit dem Essen spielen. Aber ist Rennen verdächtig eigentlich? Wo zum Teufel läufst du hin, Mann? Hey, komm her! Ist das verdächtig? Ist das nicht verdächtig, ne? Hey, bist du spät dran? Wer ist der? Hey, Arschloch, nettes Outfit. Ja, ja, weiß ich, dass es ein nettes Outfit. So, zack. So, das war jetzt zwar verdächtig, aber jetzt muss ich das... Jetzt brauche ich zwar immer noch die Sicherung im Kinderzimmer, aber die wurde nur von zwei Mann bewacht. Die war eigentlich ziemlich easy. Ich will auch so eine Maske haben, das wäre viel unauffälliger. Die Durchrenntaktik hat mir ganz gut geklappt, bis zu dem Teil, wo ich den Typen umgebracht habe. Das war unnötig. Aber eigentlich würde ich... Ich werde hier auch nur sehen, was hinter dieser Tür ist. Habe ich jetzt alle in diesem Raum hier? Okay, hier ist also noch eine Sicherung. Wo ist die letzte? Ach so, und von hier aus geht's dann in den Keller, oder was? Ach so, hier müsste ich dann die Sicherung anbringen. Ah, nee, aber dann fehlt mir trotzdem noch eine, oder? Haha, den habe ich noch mitgenommen. Auch nicht. Okay, okay, gut. Also, das Spiel ist ja wirklich viel Try and Error. Zumindest, wenn man es richtig machen möchte. Also... Ob das gerade der spannende Teil ist, das zuzusehen, wie langsam so die Idee sich eine Idee entwickelt? Also das Durchrennen hat übrigens überraschend gut funktioniert, das mache ich gleich nochmal. Dum-dum-dum-dum, wir Speedrun. Weißt du, das würde den meisten Leuten seltsam vorkommen. So, du da. Wer zum Teufel bist du? Keine Ahnung. Bei den Typen hier hinten ist die für meine Verkleidung nicht aufgeflogen, oder? Hey. Doch, ist er, verdammt. Okay, es geht los. Ah, gut, das war gar nicht so schlecht, wenn ich da nicht so umrundet gewesen wäre. Habe ich zu viel Zeit an den anderen Typen da verschwendet. Da hätte ich vielleicht kurz ein bisschen langsamer machen müssen. Der Speedrun. Oder gleich direkt von der anderen Richtung ranrennen. Und dann wieder zurück, vielleicht einen Meter. Kurz verstecken? Das könnte man auf jeden Fall nicht schaffen, den Typen da rauszunehmen. Zack, 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 kurz abwarten. Hey, Mann. Dum, 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 so, warte mal. Der Kerl. Warum denke ich, dass ich... Hey, du! Ist das der Bild? Schönling! Komm her, komm. Schönling, ja, ja. Kenn ich dich? Nein, nein. Bist du neu? Ja, ich bin neu, ja, ja. Bist du irgendwo hin? Da bin ich also gerade fast ein bisschen sehr dicht an den Typen vorbeigerannt, ne? Hey, hörst du mich etwa nicht? Umdrehen! Hey, du Piss! Oh. Ja, scheiße! Was ist das denn? Was
Kerl! Das ist auch... Dass der Typ mit der Schrotflinte vor mir steht, war natürlich sehr ärgerlich. Dumm, 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 dumm. Was hinter mir immer Leute sind, ist sehr nervig. Leute mit Schrotflinte sind immer sehr gefährlich. Bringt mich eigentlich nicht voran hier. Ich könnte jetzt eine Ewigkeit im Schrank abwarten. Na gut, wir versuchen das am besten nochmal in der nächsten Folge. Ich bin Absolution. Wenn es dann wieder heißt, schleichen und töten. Wer lebt denn hier noch? Er hat überlebt. Er auch? Das wäre schrecklich unangenehm, dass die hier alle überlebt haben. Verdammt, ich hab's fast geschafft. Macht's gut.